Als nächstes hat sich dann die Abgeordnete Faeser für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Das sind 9 Minuten 22 zur Verfügung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich würde gerne, Herr Sozialminister, schon einmal etwas zu Ihnen auch sagen. Ich habe Ihnen ja sehr aufmerksam zugehört, werden Sie auch gleich merken. Sie haben ja versucht, hier etwas aufzubauen und den anderen zu unterstellen, die Fakten wären andere. Das ist nicht richtig. Ich will das hier einmal ausdrücklich sagen. Weil wenn wir uns anschauen, wie früh wir hier das Testen eingefordert haben in Hessen und wie spät es in alten Pflegeeinrichtungen umgesetzt wurde, ansonsten sind nämlich, Herr Sozialminister, auch die vielen Todesfälle nicht zu erklären, dann ist das so nicht richtig. Und ich glaube schon, dass Sie haben ja in einem Halbsatz angedeutet, dass man, das hat der Ministerpräsident auch gemacht, das scheint abgesprochen zu sein in der Landesregierung, dieses Man wird in der Nachbetrachtung sagen, man habe nicht alles richtig gemacht. So habe ich Sie ungefähr richtig zitiert. Das hat der Ministerpräsident vorgestern auch gesagt. Meine Damen und Herren, anlässlich dieser 3.000 Todesfälle, warum kann diese Landesregierung nicht einmal sagen, dass sie Fehler gemacht hat? Warum kann sie das nicht sagen? Und nur noch ein Satz. Ich will mich gar nicht einmischen, was im Sozialausschuss gesagt wurde oder was nicht. Ich war ja nicht dabei. Ich werde aber demnächst einmal hingehen. Ich werde demnächst einmal hingehen, weil, Herr Klose, wenn Sie mir zuhören, dass wenn Fragen gestellt werden und sie beantwortet werden, dann heißt das nicht, dass Fragen auch zur Zufriedenstellung der Fragenden beantwortet werden. Und das ist hier vorgetragen worden, und zwar sehr dezidiert und sehr inhaltlich wertvoll vorgetragen worden. Da können Sie nicht einfach sagen, ich habe Fragen beantwortet, das gilt nicht. Es geht nicht darum, wie lange man getagt hat, ja, wie viele Fragen, wie viele Stunden. Es geht um den Inhalt und die Qualität dessen, was Sie dort vortragen und was beantwortet wird. Deswegen werde ich mich demnächst einmal in den Sozialausschuss setzen. Und Herr Wintermeyer, Sie sind ja jetzt der Vertreter für den Ministerpräsidenten hier. Ich will etwas zu dem sagen, was der Ministerpräsident vorhin verkündet hat. Und ich habe, und vielleicht gehört es auch dazu, und es ist ja auch schön, wenn mal hin und wieder zugehört wird, ich habe nämlich nicht immer hier alles kritisiert. Und ich kritisiere auch ausdrücklich nicht, dass bei einer Inzidenz von über 100 man sagt, man nimmt die weiteren Öffnungsschritte nicht vor am Montag. Und ich kritisiere auch nicht, dass die Schulen bei einer solchen Inzidenz nicht in Wechselunterricht gehen. Ganz im Gegenteil, da haben Sie mich an Ihrer Seite. Wo Sie mich aber nicht an Ihrer Seite haben. Und das ist der kolossale Fehler hier in Hessen, der kolossale Grundfehler bei der Bildungspolitik. Sie hätten im Herbst, seit den Herbstferien, schon in Wechselunterricht gehen können, um zu vermeiden, dass es Schulschließungen in diesem Bundesland gibt. Und auch jetzt, wir haben vor Wochen mit Ihnen darum gerungen, zu sagen, was ist denn nun mit den Schulen? Es ist seit Mitte Dezember quasi geschlossen, digitaler Fernunterricht. Man erreicht manche Kinder nicht mehr. Da sind wir uns doch alle einig. Wir erreichen manche Kinder und Jugendliche gar nicht mehr. Das ist doch dramatisch. Das ist doch furchtbar in einer solchen Krise. Und wir haben mit Ihnen darum gerungen, dass Sie nicht nur an den Grundschulen den Wechselunterricht einführen, sondern auch an den weiterführenden Schulen. Und das haben Sie nicht gemacht. Und das ist das Hauptversäumnis dieser Landesregierung, weil das nämlich jetzt bedeutet für die Kinder von Stufe 7 bis 11, dass sie seit dem 15. Dezember und jetzt mit heute bis Mitte April aus den Schulen draußen sind, meine Damen und Herren.
aus den Schulen draußen, keinerlei soziale Kontakte mit den Mitschülerinnen und Mitschülern. Das macht doch etwas mit den Kindern. Und deshalb wäre es so wichtig gewesen, sie frühzeitig, auch in diesem Jahr, ins Wechselmodell reinzuholen. Dann wären sie jetzt ein paar Tage mal in den Schulen gewesen. Man hätte sich wieder getroffen, man hätte soziale Kontakte pflegen können, und sie hätten wieder Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern gehabt, meine Damen und Herren. Und ich finde, den Punkt, den Frau Wissler vorhin angesprochen hat, der ist einer. Man muss in einer solchen Entwicklung, in einer solch dynamischen Entwicklung, die wir jetzt haben, mit der Inzidenz wieder über 100, in der Frage, wenn man hier sich hinstellt und sagt, wir machen Perspektiven für Schülerinnen und Schüler. Was ist denn die Perspektive für die Schülerinnen und Schüler? Sie haben gesagt, der Ministerpräsident hat vorhin hier gesagt, nach Ostern geht es dann so weiter, wie der Plan es vorsieht. Der Plan sieht vor von Ihnen. Der Plan sieht vor. Nein, und genau darauf will ich jetzt hinauf, Herr Müller. Hören Sie mal zu. Der Plan sieht vor, ist ja eh. Entschuldigung. Ich habe nur aus der Richtung gehört. Der Plan. Sehr gerne. Der Plan sieht vor, dass nach den Osterferien die Grundschulen wieder in den normalen Präsenzunterricht zurückgehen, also unter Hygienebedingungen, aber in den Präsenzunterricht zurückgehen und ab Stufe 5 bis 11, 12 dann wieder in den Wechselunterricht. Warum sagen Sie anlässlich der Entwicklung, wie sie jetzt ist, nicht bereits jetzt, es wäre klüger, mit allen in Wechselunterricht zu gehen nach den Osterferien, um Planungssicherheit für alle Schulen sicherzustellen? Und das ist schon etwas, also das treibt mich persönlich auch mittlerweile um. Dieses auf Wahlkampfveranstaltung wird versprochen, es wird alles bald geöffnet. Zwei Wochen später gilt das Gegenteil. Obwohl, und das muss der Ministerpräsident sich schon zurechnen lassen, die Wissenschaftler früher schon etwas anderes gesagt haben in der Frage, wie sich es entwickeln wird. Und dann heute macht man wieder, weil man jetzt sieht, aha, die Zahlen gehen tatsächlich hoch, das war in der Tat absehbar, machen Sie wieder etwas und sagen, versprechen, nach den Osterferien geht es so weiter. Sie müssen endlich einen Weg finden, in dieser Landesregierung frühzeitig zu planen, damit diejenigen, die es umsetzen müssen, auch die richtigen Zeit dafür haben, sich darauf verlassen können. Sie können doch nicht ständig alle wieder so enttäuschen. Die Schülerinnen und Schüler werden jetzt wahnsinnig enttäuscht sein, weil sie dachten, es geht ab Montag weiter. Für die Eltern ist das eine Riesenenttäuschung. Und was ist es nach den Osterferien, wenn Sie jetzt versprechen, es geht nach Ihrem Plan weiter und ist wahrscheinlich auch nicht umsetzbar, und sagen dann zwei Wochen wieder, jetzt geht es aber doch nicht so weiter, weil die Zahlen sich so entwickeln. Machen Sie eine vorausschauende Politik, soweit es unter Pandemiebedingungen möglich ist. Darum bitte ich Sie wirklich herzlich, Herr Schwarz. Und vielleicht, meine Damen und Herren, lohnt es sich auch hin und wieder, die Anträge, die wir hier einbringen, das frühzeitige Testen, auch beim Impfen, da müssen Sie sich jetzt in den nächsten Tagen nicht wundern, warum Hessen wieder hinten liegt. Ich will das auch einmal hier gesagt haben. Andere Bundesländer haben die bestehenden Impftermine, die Menschen mit AstraZeneca hatten, mit anderen Impfstoffen aufgefüllt und haben die Menschen weitergeimpft. Deswegen wird Hessen in den Zahlen wieder zurückgehen. Das kann ich Ihnen sagen. Also insofern, manchmal lohnt das Zuhören auch, und vielleicht kann man den einen oder anderen Fehler vermeiden. Aber worum ich Sie wirklich dringend bitte, ist, dass Sie in der Schulpolitik eine verlässliche Strategie machen, damit sich die Schülerinnen und Schüler und die Eltern darauf verlassen können. Das ist das Mindeste in diesen Tagen in der Pandemie, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Nächster Redner in der zweiten Runde ist der Abg. Armin Schwarz für die Fraktion der CDU. Hochverehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen!
Es ist, glaube ich, wichtig, dass ein paar Dinge hier gerade gerückt werden. Erstens, Frau Kollegin Faeser, ich finde es unsäglich, dass Sie die Landesregierung auffordern, sich dafür zu entschuldigen, dass es dramatischerweise 3.000 Corona-Tote gegeben hat. Ich finde das in der Tat der Sache nicht angemessen. Sie tun so gerade, als würde das auf dem Programm der Landesregierung willfährig hingenommen werden, dass hier Tote entstehen. Das weisen wir in aller Härte zurück, meine Damen und Herren. In aller Härte. Zweite Bemerkung. Sie sprechen von Wechselunterricht. Das ist ein Thema. Auch wir sprechen vom Wechselunterricht. Sie sprechen allerdings vom Wechselunterricht, den Sie gerne im Herbst letzten Jahres eingeführt hätten. Ja? Jetzt will ich Ihnen einmal folgende Rechnung vormachen. Wenn man von Oktober bis zum 16. Dezember Wechselunterricht gemacht hätte, hätten wir genau in dieser Zeit die Hälfte der Unterrichtsstunden gegeben, und genau die Hälfte der Stunden für die Schüler wäre da gewesen. Wo ist da die Logik, meine Damen und Herren? Also ich will mich hier sehr zurückhalten in Formulierungen, aber in der Arithmetik ist das ein leichter Anschlag aufs Großhirn. Das muss man in der Deutlichkeit sagen. Und dann will ich weitermachen. Glauben Sie denn allen Ernstes, Frau Kollegin Faeser, dass wir den Plan am 22. März, am Montag nächster Woche, in den Wechselunterricht mit einem Tag oder zwei Tagen oder drei Tagen Präsenz für die Jahresstufen 7 bis 11 reinzugehen, einfach aus Jux und Tollerei kassieren, das ist doch eine Unterstellung, die ist bodenlos. Ich will das in aller Klarheit, sagen. Und ich sage Ihnen auch, weswegen das bodenlos ist. Wir haben allergrößtes Interesse, so viel Präsenzunterricht wie möglich zu geben. Und der Plan, den wir vorgelegt haben, der hat immer klipp und klar gesagt, bei einer Inzidenz von 100, und der Ministerpräsident hat zitiert, hat original zitiert aus der Verabredung auf der KMK, die wir so umgesetzt haben, was bei 100, einem Wert von 100, geschieht. Und genau das wird jetzt umgesetzt. Und damit bin ich jetzt auch schon direkt bei der FDP, beim Kollegen Rock. Ich will Ihnen Folgendes sagen. Sie haben Bezug genommen auf Ihren Gesetzentwurf. Dazu haben wir uns, wie ich finde, sehr, sehr sachlich und sehr vernünftig ausgetauscht. Aber genau das, was Sie gefordert hatten, nachdem Sie Copy and Paste unseren Vier-Stufen-Plan rein kopiert hatten und das im Grunde genommen die Arbeitsgrundlage für Ihren Gesetzentwurf war, also von uns kam das Ding, haben Sie gesagt, wir wollen einen Schwellenwert, einen Auslösewert haben. Was machen wir bei welcher Stufe? Dann haben wir die Regelung mit 100 angekündigt. Das haben übrigens auch alle Schulen gewusst. Jetzt haben wir den Schwellenwert erreicht. Kollege Schwarz, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Rock? Herr Kollege Schwarz, Sie müssten aufhören zu sprechen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Rock? Ja, Sie haben doch Redezeit. Der Kollege Rock darf immer Fragen stellen. Das ist gar kein Herr Schwarz, vielen Dank, dass ich eine Frage stellen darf. Finde ich gut für die Kultur hier. Herr Schwarz, ist Ihnen klar, dass, wenn Sie unseren Gesetzentwurf immer wieder zitieren, dass es nicht um einen allgemeinen Inzidenzwert gibt, sondern dass unser Schwellwert sich auf die Inzidenzsituation an Schulen bezieht? Das ist der entscheidende Unterschied, den er bei Ihren Reden nicht klar ist, ob Ihnen das sozusagen bewusst ist, weil Sie heben ja hier auf den Schwellwert, auf den allgemeinen Inzidenzwert in Hessen ab und nicht auf die Inzidenzsituation an den Schulen. Das ist der entscheidende Unterschied. Der entscheidende Unterschied, vielen Dank für die Frage, ist, dass jeder Profi Ihnen erklärt hat, dass dieses nicht umsetzbar ist, schulscharf an der jeweiligen Grundschule A, B, C, haben wir übrigens 1200 Stück von, entsprechend umzusetzen. Da müssen Sie mir einmal ein Konzept vorlegen, wie das praktikabel sein sollte. Das kann und schlicht und ergreifend nicht funktionieren. So, jetzt kommen wir zum Nächsten. Zuhören hilft. Verstehen ist dann aber noch besser. Der Ministerpräsident hat vorhin in aller Deutlichkeit erklärt, was wir vorhaben. Wir haben nämlich vor, natürlich nach den
Ferien, nach den Osterferien so viel Präsenzunterricht wie möglich zu geben. Und zur Vorbereitung dafür gilt natürlich die Grundlage Impfen, Testen. Und natürlich wird weiter geimpft mit allem, was wir an Munition haben. Lassen Sie mich das bitte so formulieren. Alles, was wir da haben, wird geimpft, um diese fürchterliche Pandemie in den Griff zu bekommen und um einzuüben und zu testen, wie das mit den Selbsttests funktioniert, haben wir, und da bin ich dem Kultusminister sehr dankbar für im Übrigen, 20 Schulen jetzt ausgesucht, wo genau das schon einmal praktiziert und eingeübt wird, damit wir da, wo es möglicherweise Friktionen, Schwierigkeiten gibt, das ab dem 19. April dann möglichst ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme umsetzen können. Das heißt, auf uns ist Verlass, auf uns können sich die Schulen verlassen. Und ich finde es unsäglich, dass hier eine Debatte vom Zaun gebrochen wird, nachdem heute Nachmittag das Corona-Kabinett getagt hat, nachdem der Ministerpräsident unverzüglich informiert hat und wir uns in der ernsthaften Fragestellung, wie gehen wir mit den Schulen um, und meine Position, die Position des Kultusministers und der gesamten Landesregierung zur Bedeutung von Bildung und möglichst viel Unterricht ist sehr klar. Haben wir uns x-fach darüber ausgetauscht. Und deswegen können sich die Schulen darauf verlassen, dass wir bei unserem Plan bleiben und das erklärte Ziel verfolgen, dass wir am 19. April hoffentlich alle Schülerinnen und Schüler in der Schule haben. Im Idealfall, das wäre ein Traum, alle im Vollpräsenzunterricht. Das wird vermutlich sehr schwierig werden. Das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Es wäre mein Wunsch. Aber ich sage auch, in Kenntnis dieser fürchterlichen Pandemie werden wir da noch nicht so weit sein. Aber das erklärte Ziel mit Impfen und Selbsttest ist es hoffentlich praktikabel und umsetzbar, das so zu realisieren, wie wir es angekündigt haben, wie wir es geplant haben. Und das, was wir angekündigt hatten bezüglich der Inzidenz von 100, wird jetzt realisiert. Insofern, ich weise das wirklich in aller Deutlichkeit zurück, bei aller großer Wertschätzung, Herr Kollege Rock, was Sie gelegentlich auch an Gesetzesentwürfen hier einbringen. Aber das war jetzt wirklich keine hilfreiche Einlassung Ihrerseits. Von daher Strich drunter des Warnings. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Ich habe jetzt noch ein paar Wortmeldungen hier in der zweiten Runde. Nächster Redner ist der Kollege Volker Richter für die AfD. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrter Herr Staatsminister, und auch eben wieder die Hoffnung auf AstraZeneca. Bitte, bitte, Sie dürfen sich nicht allein auf einen Impfstoff verlassen, den die Menschen vielleicht einfach nicht annehmen. Ich frage nochmals, wie gehen Sie damit um, wenn die Menschen diesen Impfstoff nicht mehr annehmen? Wir hören auf allen Ebenen der Gesellschaft, wie stark die Nebenwirkungen dieses Impfstoffes sind. Gerade bei jungen Menschen mit Vorerkrankungen gehen wir hier für unsere Begriffe erneut erhebliche Risiken ein. Sie kennen doch die Nebenwirkungen. Wenn Sie mit den Menschen sprechen, Schüttelfrost, längeres Fieber, es geht ihnen wirklich schlecht, so wie ich es mitbekommen habe, ist das sehr umfassend. Das kann man nicht negieren, und das spricht sich rum. Und da hört man, dass viele Menschen diesen Impfstoff nicht verimpft haben dürfen oder möchten. Also muss man doch hier auch eine Impfstrategie aufbauen, wo man sagt, dass man eventuell den Impfstoff auch als junger Mensch frei wählen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine Regierung muss vielfältige Lösungen anbieten und kann nicht nur auf einen Impfstoff setzen. Herr Bellino ist leider nicht da. Ich hätte ihm ganz gerne gesagt, dass er immer nur von der Opposition Lösungen oder Alternativen möchte. Aber Sie hören doch gar nicht, Sie hören frühzeitige Warnungen, die von der Opposition gemacht wird. Die machen Sie verächtlich, was hier von der Opposition gesagt wird, genau wie das der Herr Bocklet macht. Frühzeitig, darauf wird nicht eingegangen, darüber wird gelacht. Wenn dann eingetroffen ist, bevor die Opposition gewarnt hat, dann ist das Geschrei wieder groß und es werden wieder Alternativen gefordert. Aber Entschuldigung, es ist ganz viel eingetroffen. Die müssen sich die Reden nur einmal anhören, von uns vorher, von allen aus der Opposition. Und dann werden Sie sehen, was eingetroffen ist. Sie hören nur scheinbar nicht genügend zu. Sie übernehmen nicht einmal die Verantwortung. Sie übernehmen nicht einmal die Verantwortung für Ihre Politik, sondern das müssen die hessischen Bürger in Form der Konsequenzen tragen. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Skandal. Die Konsequenzen sind nun einmal der Entzug der Bürgerrechte und Freiheitsrechte. Und auch die finanziellen Möglichkeiten des Landes und der Menschen wird eingeengt. Was sollen die Menschen denn noch tun?
wenn Ihnen auch noch die Freiheit über Ihre Finanzen entzogen wird. Sie können ja einmal in die Kommunen schauen, wie es bei denen aussieht. Und wir können auch einmal über die Hebesätze irgendwann hier diskutieren, wie das in Zukunft in den Kommunen aussehen wird. Die Ängste, Sorgen und Nöten der Bürger werden hier ausgeblendet. Jugendliche werden psychisch krank. Und wir lösen nur noch die Probleme, die Resultat der Politik dieser Landesregierung ist. Es ist, wie es immer ist, Sie schaffen die Probleme. Und danach stellen Sie sich als die Problemlöser dar. Und das erleben wir bei der Gesundheitspolitik, wir erleben es bei der Europapolitik und wir erleben es bei der Rentenpolitik. Und das setzt sich hier nahtlos fest. Und diesmal können Sie es nicht mehr mit Geld allein zuschütten, denn es ist das Geld der Bürger. Sie können es nicht mehr kaschieren. Bei Ihnen zahlt der Bürger noch die eigene Unterwerfung bei Ihrer alternativlosen Politik, weil Sie das gar nicht mehr anders kennen. Anders kann man das schlicht nicht mehr benennen. Auch wenn Sie das stört. Und wenn später, Sie haben es ja selbst gesagt, wenn später Historiker über das berichten, was wir heute im Landtag hier erleben, dann werden diese vom Beginn des Niedergangs unseres Hessenlandes berichten. Und da werden CDU und Grüne die volle Verantwortung für diesen Niedergang zu tragen haben. Wir müssen endlich die Realität wahrnehmen. Und die ist, dass wir unmöglich so weitermachen können, damit eben unser Land nicht an die Wand fährt. Und wir am Ende vor einer Situation stehen, die für Hessen nicht mehr beherrschbar ist und ja, die unsere Bürger in völlige Abhängigkeit vom Staat bringt. Ich rede nicht gern davon, wirklich nicht, dass die Menschen in unserem Land von der Politik als Untertanen gesehen werden. Aber ich komme angesichts des heutigen Tages nicht mehr drum herum, darzustellen, wie sich mittlerweile Millionen Bürger unseres Landes wirklich fühlen müssen. Sie fühlen sich nicht nur unmündig behandelt und ihrer Bürgerrechte dauerhaft beraubt. Sie empfinden diese Form der Politik als eine absolute Bevormundung und fühlen sich als Untertan und nicht mehr als Souverän dieses Staates. Nach über einem Jahr wackelt weiterhin der Schwanz mit dem Hund. Die Politik tut so, als würde sie die Menschen behüten. In Wahrheit aber übt sie nur in immer stärkerem Maße ihre machtpolitischen Strategien aus und versucht, dies gerade auf parteipolitischer Ebene für sich zu verwenden. Unsere Bürgerrechte, das weiß ich ganz weit von mir. Und so etwas sollte wirklich gerügt werden. Unsere Bürgerrechte werden auf dem Altar der Machtpolitik einer Frau Merkel und in Hessen einer schwarz-grünen Koalition geopfert. Und es geht eben schon längst nicht mehr um SARS-CoV-2. Bitte, Herr Ministerpräsident, ich hatte es damals schon einmal gesagt, nutzen Sie die Situation nicht aus, die Ihnen ein Infektionsschutzgesetz gibt, was Sie hier durchgebracht haben. Bitte beenden Sie diese Form der Politik im Sinne der Bürger unseres Landes. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Richter. Herr Dr. Grobe hat mir mitgeteilt, dass aus dem Saal zugerufen wurde, das sei Stürmermanier. Ich habe das nicht gehört. Hätte ich es gehört, würde ich es rügen. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Böhm. So, ich darf Sie bitten, die Zwischengespräche zu beenden, die Dialoge zu beenden. Das ist hier nicht der Sinn, sondern wir hören jetzt Frau Böhm zu. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich wäre durchaus für verbales Abrüsten an dem heutigen Abend. Weil ich denke, in solcher Art und Weise können wir keine vernünftigen Diskussionen miteinander führen. Ich will beginnen meine Rede mit der Erwähnung des Herr Bocklet hat ja heute schon das Zitat von Herrn Spahn erwähnt. Wir werden in den nächsten Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen, hat Spahn gesagt, im April 2020. Diese Aussage, mit der hat er voll ins Schwarze getroffen. Und das meine ich aber auch ohne Häme, durchaus ohne Häme. Eine vergleichbare Situation wie die Corona-Pandemie hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Und so ist es nur verständlich, dass Fehler, Missgriffe und selbst eklatante Fehlleistungen eintreten müssen. Das ist auch nicht erst einmal ehrenrührig. Ehrenrührig ist es aber, wenn die Verantwortlichen nicht bereit sind, zuzugeben, dass Fehler passiert sind. Und da, genau da beginnt der Unterschied von dem spanischen Zitat und dem Verhalten der hessischen Landesregierung. Wenn Minister Klose heute sagt, in Krisen entscheidet man,
Aber anschließend überlegt man sich oder anschließend ist man mit dieser Entscheidung nicht mehr einverstanden, wenn man es hinterher auswertet. Ich denke, wenn wir hinterher nach ein bis zwei Jahren feststellen, nein, oh, da haben wir doch etwas falsch gemacht, ist es leider zu spät. Ist es zu spät für die Menschen, die erkrankt sind? Ist es zu spät für die Menschen, die gestorben sind? Und ich wünsche mir und ich sehe es als dringend notwendig an, dass wir hier in diesem Land eine andere Fehlerkultur entwickeln. Ich habe es leider nicht verstanden, sonst würde ich vielleicht auch drauf. Der Herr Ramelow, ja, der hat eine ganz andere Haltung zu den Sachen. Der kann nämlich durchaus zugeben, wenn er Fehler gemacht hat. Das kann er. Das können Sie leider nicht. Und da muss ich sagen, Hut ab, ich finde das durchaus in Ordnung. Natürlich ist es ärgerlich, dass in Hessen Dinge falsch laufen. Und es gibt auch einige Beispiele, wo wir aus der Opposition im Sozialausschuss oder auch in Briefen und Mails an den Minister darauf hingewiesen haben. Und manchmal konnte durchaus auch einmal zeitnah Abhilfe geschaffen werden. In anderen Fällen hat es leider Wochen oder Monate gedauert. Wir mussten hinterherlaufen, bis sich etwas bewegt hat. Das sind Dinge, und ich glaube, das ist das, was passiert. Das ist der Ablauf. Aber was mich wirklich, und ich glaube, da spreche ich auch für meine Kolleginnen und Kollegen aus der demokratischen Opposition, was mich wirklich gestört hat, sind zwei Dinge. Einerseits ein grundsätzlicher Mangel an Demut und Schuldeingeständnis in der Hessischen Landesregierung und andererseits die Nichtinformation und die teils bewussten Fehlinformationen. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Insbesondere in der zweiten Welle der Pandemie ist die Landesregierung an nichts schuld. Die mangelhafte Vorbereitung auf die zweite Welle und die Herbst- und Wintermonate aus Sicht der Landesregierung ist kein Versäumnis erkennbar. Tausende Tote in Pflege- und Altenheimen. Die Landesregierung hat damit nichts zu tun. Sie hat alles Mögliche, Menschenmögliche getan, haben wir ja heute wieder gehört. Der verpatzte Start der Impfterminvergabe. Trotz der Erkenntnisse aus den anderen Bundesländern aus Sicht der Landesregierung unvermeidbar. Mangel an Schnell- und Selbsttests und ungeklärte Verfahren für die Kostenfreiheit konnte man ja nicht ahnen. Und seit letzten Oktober gibt es so ein ganz klares Muster. Läuft etwas schief, kann die Landesregierung gar nichts dafür. Der Bund ist dran schuld oder die Menschen im Lande. Und das ist natürlich Unsinn, das wissen Sie auch. Sie haben den Sommer verpennt. Und um entscheidende Maßnahmen im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu ergreifen und um besser auf eine zweite Welle vorbereitet zu sein, die ja auch klar war, dass sie kommt. Das war ja jedem ganz klar. Bestes Beispiel sind die Schulen, Digitalisierung, Wechselunterricht. Ist ja heute schon einiges dazu gesagt worden. Sie haben zwei Monate gebraucht, oder länger als zwei Monate, Sie haben länger als zwei Monate gebraucht, um die Bundestestverordnung zur Anwendung der Schnelltests in den Alten- und Pflegeheimen für Hessen umzusetzen, mit katastrophalen Folgen und exorbitant hohen Sterberaten in den Heimen. Und da brauchen Sie vorhin gar nicht so zu tun, als ob meine Kollegin das falsch verstanden hat. Am 23.09. gab es die Schnelltests. Und erst im Januar gab es die Verordnung, dass die Mitarbeiter zweimal pro Woche getestet werden müssen. So lange hat es gedauert, und wir haben es schon im April gesagt. Ich glaube, ich wiederhole mich, weil ich diese Aussage schon häufiger getroffen habe. Aber da sie nicht dazu führt, dass Sie irgendwann einmal sagen, ja, das war zu langsam, nein, das war nicht in Ordnung, muss ich Sie leider so lange wiederholen, bis Sie es kapiert haben. Sie haben als eine der letzten Landesregierungen eine Impfterminvergabe gestartet und sind noch mehr ins Impfchaos gestolpert als einige andere Bundesländer vor Ihnen. Und Sie waren das, die die kostenfreien Schnelltests ab dem 8. März in der Bund-Länder-Runde mitbeschlossen haben und es dann nicht einmal geschafft haben, die entsprechende Verordnung rechtzeitig auf den Weg zu bringen, ganz zu schweigen von den ausreichenden Schnelltests und den Testzentren, weil die Tests alleine nützen uns ja noch nichts. Es muss ja auch jemand die Tests übernehmen. Gestern Abend habe ich den Sozialminister gefragt,
im Ausschuss, warum denn Rheinland-Pfalz das viel besser hingekriegt hat. Die haben ja viel früher begonnen und haben das viel früher hingekriegt. Und warum das in Hessen nicht passiert ist, sagt er, ja, sie hätten früher angefangen mit dieser Einrichtung der Testzentren. Ja, warum? Frau Kollegin Böhm, Sie müssten langsam zum Ende kommen. Ich habe 10 Minuten. Dann Sie haben 5 Minuten. Sie sind in der zweiten Runde. Wir sind in der zweiten Runde. In der zweiten Runde haben Sie 5 Minuten. Also, wenn das Verfahren eben so gemacht wurde, machen wir es jetzt weiter. Wir machen es aber ab sofort nicht mehr so. Also, zweite Runde ist zweite Runde, und da wird nicht addiert. Entweder Sie schöpfen in der ersten Runde Ihre Redezeit aus oder nicht. Und in der zweiten Runde machen wir dann 5 Minuten. Wir machen ja kein Additionsverfahren. Das machen wir jetzt noch, weil es hier so angefangen worden ist, zu Ende, aber beim nächsten Mal nicht mehr. Ja, also das ist nicht der Geschäftsordnung entsprechend. Aber da es angefangen wurde, bringen wir es jetzt auch zu Ende, Frau Kollegin Böhm. Insoweit haben Sie in der Tat jetzt noch, ich glaube, wie viele Streiche? Wie viel? 3 Minuten. 3 Minuten. Bitte schön, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Ja, danke schön. Ja, das ist die Frage, warum haben Sie das nicht zugegeben? Aber ich möchte noch einmal auf einen wesentlichen Punkt eingehen. Ich will gar nicht zu den heutigen Entscheidungen kommen. Ich denke, da ist eine Menge gesagt worden, und ich finde es tragisch, dass Sie auch Erzieherinnen und Lehrkräfte weiter in die Situation geben, dass sie ohne Schutz und ohne entsprechende richtig gute Tests weiter ihre Arbeit durchführen müssen. Und selbst die teilweise Rücknahme heute wird das nicht entschärfen. Aber ich möchte noch zu einem Punkt kommen, den ich wichtig finde, weil er vorhin in der Diskussion eine große Rolle gespielt hat. Ich möchte zu dem Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss kommen. Also seit einem Jahr rennen wir sozusagen die Oppositionsfraktion hinter dem Minister her und wollen Informationen haben zur Pandemie, zu Handeln der Landesregierung in der Pandemie, zu den Vorhaben der Landesregierung. Es ist mühselig. Ich sage Ihnen, es ist wirklich mühselig. Und Frau Faeser, wenn Sie mal kommen, Sie werden es feststellen. Es ist wirklich eine äußerst mühselige Angelegenheit, tatsächlich zu Informationen zu kommen. Wir haben dem Minister am Anfang der Pandemie vorgeschlagen, regelmäßige Obleute-Gespräche zu führen. Das hat er nicht gemacht. Es gab welche, 2 oder 3 gab es, aber wir mussten jedes Mal ganz massiv werden als Oppositionsfraktion. Wir haben ja sogar schon zu dritt eine gemeinsame Erklärung dazu abgegeben, bis wir mal ein Obleutegespräch zu dem Thema hatten. Und es betrifft immerhin die Gesundheitspolitik. Es ist ja nicht irgendwie, dass es uns überhaupt nicht betreffen würde. Ja, die Konsequenz war, wir mussten lauter dringliche Berichtsanträge stellen, um überhaupt an Informationen zu kommen. Das ist mühselig. Und ich sage Ihnen, das macht keinen Spaß. Es macht verdammt noch einmal keinen Spaß, abends um 10 hier zu sitzen, mir vom Minister in einer Windeseile mit einem Wahnsinnstempo irgendwelche Zahlen um die Ohren hauen zu lassen, die ich überhaupt nicht in dieser Geschwindigkeit aufnehmen kann. Es hat eine solche Art der Informationspolitik ist wirklich unter aller Kanone. Und ich verstehe völlig, dass meine Kolleginnen und Kollegen von der demokratischen Opposition genau sich da drüber ärgern. Und ich denke, ein zweiter Punkt ist, dass Sie bestimmte Dinge einfach ablehnen, also dass Sie einfach so tun, als gäbe es das nicht. Wir wissen doch, dass Sie tägliche Zahlen vorhanden haben, was z.B. auch in den Altenheimen passiert. Sie sagen aber, Sie tun so, als hätten Sie die Zahlen nicht, als gäbe es sie überhaupt nicht. Sie wollen uns Informationen vorenthalten. Und ich glaube, das sind genau die Punkte, die es einfach schwierig und auch mal teilweise unerträglich macht in der Diskussion, die dann auch zu scharfen Tönen kommen. Und ich wünsche mir wirklich, dass es A, ein ernsthaftes, wirklich ehrliches Eingeständnis von Versäumnissen gibt und B, eine transparente Information gegenüber den Abgeordneten und aber auch der Öffentlichkeit. Daran wäre schon viel gewonnen, und das würde auch die Politik glaubwürdiger machen. Und das haben wir dringend nötig. Wenn immer mehr Politikerinnen und Politiker in der Pandemie durch Fehlverhalten glänzen,
sei es als Impfvordrängler beim Unternehmerdinner oder als Maskenprofiteure, hatten wir ja heute schon mal, dann ist doch kein Wunder, dass Menschen auch die erforderlichen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung infrage stellen. Fehler einzugestehen ist Stärke und schafft Vertrauen. Trauen Sie sich das. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nächster Redner in der zweiten Runde für die Fraktion. Nein, jetzt ist Kollegin Faeser dran. Nächste Rednerin ist die Kollegin Faeser. Frau Kollegin Faeser bleibt noch rund eine Minute, und dann kommt der Kollege Bocklet. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Schwarz, ich wollte Ihnen nur noch einmal zurechnen, rufen. Sie können ja einmal ausrechnen, wie viele dann 4 Monate Schulschließung an Unterricht gekostet hat. Und es ging darum, mit Wechselunterricht die Inzidenz runterzukriegen und damit die Schulschließung zu vermeiden, meine Damen und Herren. Und eines sei mir noch erlaubt, Herr Kollege Schwarz, eine Teststrategie jetzt an den Schulen zu beginnen, für 20 Schulen, wo es rund 1.800 Schulen in Hessen gibt. Auch das hätte viel früher beginnen können, und das sind die Versäumnisse dieser Landesregierung, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Nächster Redner ist der Abg. Markus Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich finde, man kann eines nicht stehen lassen, das ist diese Frage mit den Altenheimen, weil ich finde, es ist tatsächlich sehr bedrückend, diese These, die im Raum steht, die sinngemäß so lautet, die Hessische Landesregierung hätte es durch Versäumnisse verschuldet, dass mehr Menschen sterben mussten und es vermeidbar gewesen wäre. Und Sie führen das zurück auf die fehlenden Teste damals. Ich will das noch einmal sagen, ich verkneife es mir, aber nur mal für Sie, Frau Böhm, es gebührt Ihnen die Information, dass in Ihrem Bundesland, in dem Sie den Ministerpräsidenten stellen, proportional dreimal so viele Menschen in Altenheimen gestorben sind als in Hessen. Nur für das Protokoll mal. Bevor Sie die Backen so dick aufblasen, gucken Sie mal dort, wo Sie regieren. Diese Bemerkungen müssen Sie sich mal anschauen. Jeder Tod ist einer zu viel. Aber von Ihnen müssen wir uns das nicht sagen lassen. So, das macht es nicht besser, aber die Kritik muss man dann mal vielleicht ein bisschen lockerer fahren, wie Sie es hier machen, Frau Kollegin. Herr Kollege Bocklet, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rock? Das weiß er doch. Die FDP hat doch schon 100 Fragen gestellt. Das kann sie doch beim nächsten Mal wieder machen. Wir machen also jetzt weiter bei der Frage Teststrategie. Liebe Kollegin Faeser, Sie waren ja nicht in den unzähligen Stunden des Sozialausschusses dabei. Deswegen will ich es noch einmal versuchen. Sie kennen, ich unterstelle Ihnen jetzt, dass Sie den Unterschied kennen zwischen PCR-Tests, die in Laboren untersucht werden mussten, und zwischen den Schnelltests, die erst Mitte Dezember zur Verfügung standen. Ihr Antrag, Ihr parlamentarischer Antrag, müsste, wenn ich mich richtig erinnern kann, im August oder September gestellt worden sein, dass wir in Heimen mehr testen sollten. Damals gab es noch keine Schnelltests, aber es gab eine Überlastung der Labore von PCR-Tests. Das heißt, hätten wir Ihren Antrag angenommen, hätten wir überdimensional viel PCR-Tests in den Heimen vorgenommen, präventiv, und das hätte die Arbeit der Krankenhäuser gefährdet. Deswegen haben wir ihn abgelehnt, und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Doch, es gab keine Schnelltests. Es wäre unverantwortlich gewesen, die Labore noch mehr damit zu überfordern. Das ist die Antwort. Das haben wir Ihnen auch schon dreimal erklärt. Dreimal, doch. Und mit dem Herrn Krüger, doch, auch Sie können das zur Kenntnis nehmen. Wenn es keine Schnelltests gibt, kann man keine machen. So einfach ist die Welt. Und als Sie zur Verfügung standen, und Sie standen zur Verfügung im Mitte Dezember, wurden Sie eingeführt und durchgeführt. Und das gehört zur Wahrheit dazu. Und wenn Sie jetzt sagen wollen, Sie waren dafür, schon vorher die PCR-Tests, die lebensnotwendigen PCR-Tests für die Krankenhäuser, dafür aufs Spiel zu setzen, dass wir eine Prävention gemacht hätten, das möchte ich mal sehen, was Sie uns da heute erzählt hätten. Das ist doch unverantwortlich. Und deshalb noch einmal. Unterlassen Sie es, auch subkutan hier zu behaupten, die Landesregierung hätte in diesem Punkt Versäumnisse. Sie hat die Schnelltests so schnell es ging organisiert und sie so schnell es geht dorthin gebracht, wo sie benötigt waren. Vorher gab sie nicht, nur die PCR-Tests. Und die Labore waren alle überlastet. Entweder Sie wissen das und behaupten es hier wieder bis zum politischen
gegen politisch besseres Wissens, dann ist es politisch abscheuungswürdig. Oder aber Sie wissen es nicht, dann sind Sie überfordert. Ich finde beides abschreckend. Unterlassen Sie diese Unterstellung. Die Schnelltests kamen erst später. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen in der zweiten Runde mehr. Das bedeutet, dass wir jetzt den Tagesordnungspunkt 56 und die Mitteilung unter Tagesordnungspunkt 98 zur Kenntnis genommen und besprochen haben. Der Antrag geht in den SIA und die Mitteilung der Landesregierung, das ist die Drucksache 20 5351, haben wir zur Kenntnis genommen und besprochen.